Hallo und herzlich willkommen beim InnoQ Technology Lunch. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir ist heute der Sven. Hi Sven. Hallo Robert. Hi. Ich hoffe, wir haben keine Latenz und sind gut zu sehen und zu hören. Und heute geht es, wieder erwarten, nicht um blöde Latenzwitze meinerseits, sondern der Sven ist hier und hat uns ein Füllhorn, glaube ich, an Infos und Erkenntnissen zu Latenz mitgebracht oder so ein kleines ABC der Latenz. Genau weiß ich es auch nicht, bin auch gespannt. Wie ihr wisst, falls ihr schon mal da wart, wie das hier abläuft, der Sven startet gleich mit seinem Vortrag. Der geht circa bis eins, so durchs Mittagessen, ganz gut, wenn man sich einfach mal zurücklehnen will und beim Essen zuschauen möchte. Danach sind wir offen für eure Fragen. Also wir nehmen die Fragen gerne schon während Svens Vortrag im Chat auf der rechten Seite hier im YouTube-Fenster entgegen. Könnt ihr also die ganze Zeit über schon reinschreiben, wenn euch was auffällt oder ihr was wissen wollt. Aber wir gehen es nach dem Vortrag zusammen durch und beantworten euch dann auch live die Fragen. So, das war, glaube ich, alles, was ich zu sagen habe. Und Sven, deswegen übergebe ich jetzt an dich. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Super, danke sehr. Ja, wie der Robert schon gesagt hat, der Titel Latency 101, das kann alles und nichts bedeuten, aber irgendwas rund um Latency. Deswegen will ich vielleicht einen kurzen Überblick geben, was so die Inhalte sind, und dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, weil, wie gesagt, ist so ein Subset von allem, was man so rund um Latency sagen kann. Also ich denke, also eine der, ups, hier tut es gerade nicht. Eine der wichtigen Stories, die ich heute rüberbringen will, sind Latenzanforderungen. Wie bekommt man die raus? Also ich weiß nicht, ob ihr mal von diesem Experiment hier gesehen habt, das bei Hacker News hier kurz diskutiert wurde, wo einer sagt, hey, every 100 milliseconds of latency costs Amazon 1% of profit. Also Amazon hat offensichtlich vor mittlerweile fast 13 Jahren einen Haufen Experimente gemacht und geguckt, Google übrigens auch, wie wichtig gute Latenz ist. Aber es gibt hier auch unten drunter gibt es so einen Kommentar: Every unsupported claim you read makes you 1% dumber. Darauf will ich auch eingehen, weil also schnell ist gut. Aber es gibt Fälle, wo man es halt auch einfach nicht übertreiben muss. Und darüber will ich ein bisschen was erzählen. Also ganz allgemein Anforderungen zu Latency. Dann, ihr kennt ja wahrscheinlich den Eberhard, die Aphorismen des Eberhard Wolfs, da redet er immer darüber, dass man die Auslastung auf jeden Fall erhöhen sollte, egal was es ist. Ja? Hauptsache Auslastung erhöhen. Und ich will so ein bisschen darauf eingehen und sagen, naja, wenn ihr schnell sein wollt, dann ist es wichtig, die Auslastung zu verringern. Ja, das gilt nicht nur für Computing, das gilt für ganz schön viele Dinge. Ich habe auch so ein paar Beispiele dazu. Und das ist so sozusagen Anfang und Ende, die Anforderungen und Utilization. Und ja, wie komme ich eigentlich von Anforderungen zu Utilization? Also es ist so ein bisschen hier die Outline. Also ich will ein paar Begriffe klären. Dann reden wir über Response Time und gute Anforderungen. Das beinhaltet auch immer dann das Thema Latenzdistribution. Ja, also Latenz ist nicht immer gleich. Dann müssen wir, um das zu verstehen und zu messen, müssen wir über Perzentile reden. Perzentile sind gut, aber SLIs sind besser. Und dann gucken wir mal danach, ja, wenn Services manchmal langsam sind und manchmal schnell und manchmal irgendwas dazwischen, also man hat ja ganz extreme Verteilung, wieso das eigentlich der Fall ist, dass man so völlig unterschiedliche Latenzverteilungen bekommen kann und was man natürlich dagegen tun kann. Gut, ja, legen wir mal los. Terminologie. Ich will einfach mal so ein paar Begriffe klären. Also was ist überhaupt die Response Time? Also Response Time, die misst man immer am Kunden. Ende zu Ende. Also, was ihr in eurem YouTube-Video seht oder in eurem Browser oder eurer Mobile-App, das ist die Response Time. Dann gibt es die Service Time. Die Service Time,
das ist die Zeit, die der Service braucht, um irgendeinen Job zu erledigen. Also meinetwegen, ihr habt einen Login-Service und der Login-Service, sobald er irgendwie irgendjemand einloggen soll, der hat eine gewisse Service-Time. Dann gibt es die Residence-Time, das ist Service-Time plus Wait-Time. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich die Wait-Time? Wait-Time gibt es ganz oft, das sind Requests, die irgendwo warten, damit sie abgearbeitet werden können, in irgendeiner Queue. Das muss keine Message-Queue sein, sondern einfach, wir warten irgendwo, dass wir Prozessorzeit bekommen, dass wir eine Socket-Connection öffnen können und sowas. Ja, eine Database-Connection aus einem Pool. Da müssen wir manchmal warten. Also es gibt relativ erstaunlich viele Queues, wo man warten muss. Dann, was ist eigentlich Throughput oder Durchsatz? Das ist die Anzahl von erfolgreich beendeten Requests. Es gibt noch eine Arrival Rate. Arrival Rate ist die Anzahl der Requests, die an unserer Applikation ankommen. Steady State, das ist sozusagen so ein stabiler Durchschnittsdurchsatz und dessen Antwortzeiten. Und dann gibt es Bursty Workloads, das könnt ihr euch ja gut vorstellen. Es gibt nicht immer eine gleichmäßige Verteilung, sondern es passiert immer mal wieder, dass irgendwo gibt es so einen Burst und die Request-Anzahl geht extrem nach oben. Ja. So, das soweit zur Terminologie. Und würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit der Response-Time. Ja, was sind so die Charakteristiken von der Response-Time? Also zum einen, ich habe ja schon gesagt, das misst man direkt beim User. Normalerweise ist das der Browser. Also wir müssen die Response-Time im Browser messen oder wenn wir irgendwie Native-Widgets haben, jetzt bei einer App, dass man das direkt in der App messen muss, ja. Ich muss natürlich sagen, wenn wir sowas messen direkt am User, dann messen wir natürlich Latenz, die nicht zu 100% unter unserer vollen Kontrolle ist. Ja? Also ihr versteht es, wenn ihr in der U-Bahn sitzt, ja, und ihr habt nur 3G-Netzwerk, das ist was anderes, wie wenn ihr direkt also im Freien unter so einem Mast steht oder zu Hause im WLAN hängt. Das ist gegebenenfalls sehr schlechte Latenz, wenn wir die am Kunden messen. Und die schlechte Latenz hat nicht immer was mit euch zu tun. Ein anderes Beispiel ist, ihr sitzt im Zug zwischen Bielefeld und Hannover. Da funktioniert ja normalerweise auch nichts. Ja. Dann ist auch so, es passieren relativ viele Sachen direkt im Client. Also es ist nicht nur so, dass die Antwortzeit von eurem Server zählt und sozusagen das Netzwerk, in dem sich der Kunde befindet, sondern oder der User befindet, sondern so im Browser oder in eurer App, da passieren ja auch noch mal ein paar Sachen, sobald der Request angekommen ist. Nämlich wir machen mehr Requests, wir müssen irgendwelche Views rendern, wir müssen noch Images laden und so weiter. Also alles das macht sozusagen die Response-Time aus. Jetzt kann man sich fragen, also ich habe ja gesagt, measured in the browser. Naja, was messen wir überhaupt? Ja, also da gibt es ja auch relativ viele Dinge, die man da so messen kann. Und es gibt relativ viele Metriken. Ich lese die eigentlich gar nicht alle vor. Ihr seht nur hier gibt es ganz viele Metriken, die man da messen kann. Time to first byte sagt eigentlich noch nicht so viel aus über Performance. Ist ja nur so, wann kommt das erste Byte am Browser zum Beispiel an. Time to last byte, da ist halt schon alles da, aber ja, vielleicht ist das auch eine Fehlinformation, weil man einfach extrem viel lädt und viele Sachen sieht der Nutzer erstmal so gar nicht und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen, ich will eigentlich nur mal auf web.dev referenzieren. Die gucken sich im Prinzip als wichtigste Metriken aus. Also das ist, glaube ich, eine Seite, die von Google übrigens, also nebenbei von Google maintained wird. Ich finde die ganz, ganz okay, muss ich sagen. Und die konzentrieren sich auf First Input Delay, Cumulative Layout Shift und Largest Contentful Paint. Ich lasse hier mal so ein paar Sachen aus. Ich konzentriere mich erstmal nur hier im Vortrag auf Largest Contentful Paint. Ja.
Aber wenn ihr zum Beispiel auf die Webseite geht, da könnt ihr unheimlich viel über alle möglichen Performance-Dinge erfahren. Und Largest Contentful Paint bedeutet im Prinzip, was ist eigentlich die Antwortzeit, bis der Nutzer sozusagen das meiste sieht oder das Gefühl hat, die Seite ist jetzt grundsätzlich geladen. Ja? Und da gab es jede Menge Untersuchungen, um zu sagen, wenn die Seite grundsätzlich geladen ist, also der Nutzer hat das Gefühl, die ist jetzt da, dann bedeutet das, wenn es schneller als 2,5 Sekunden ist, dann bedeutet das gut. Wenn es zwischen 2,5 und 4 Sekunden ist, dann braucht man Verbesserungen. Und wenn es langsamer als 4 Sekunden ist, dann ist halt irgendwie alles Mist. Ja. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Genau, aber erstmal nochmal vielleicht im Detail. Was ist Largest Contentful Paint? Metric, the LCP metric reports the render time of the largest image or text block visible within the viewport relative to when the page first started loading. Okay. Ganz schön viel Text, aber ein Bild hilft hier. Ihr seht schon, wenn man irgendwie sich oben CNN anguckt, da sieht man am Anfang noch nichts, aber je weiter man nach rechts geht, beim Bild ganz rechts hat man so das Gefühl, jetzt ist die Seite da. Das heißt noch nicht, dass alles geladen ist. Ja, also es kann sein, dass irgendwo unten noch ganz viele Infos fehlen, aber im Sichtfeld des Users hat man jetzt das Gefühl, die Seite ist da. Ja. Und bei dem Beispiel unten drunter ist so ähnlich. Diese Seite baut sich so langsam auf und ganz rechts, das bedeutet Largest Contentful Paint. Die Seite ist grundsätzlich da. Ja, da kann immer noch mal ein bisschen was dazukommen, aber so grundsätzlich haben wir halt das Gefühl, dass die Seite breit ist. Ja, jetzt habe ich schon mal gesagt, man muss diese Zahlen, also dieses Gut und Pur und so weiter ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Also ich möchte mal fragen, ist Pur wirklich, also ist wirklich schlecht, also ist eine erbärmliche Performance, ist sie wirklich immer erbärmlich und bedeutet, dass man eine Verbesserung braucht, dass man wirklich eine Verbesserung braucht. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja? Also wenn ich mal eine Seite nehme, die wirklich Verbesserung bräuchte, dann ist es die Amazon, die Landingpage von Amazon. Also wir haben ganz am Anfang gesehen, dass Amazon gesagt hat, 100 Millisekunden bringen 1% Revenue. Wenn ihr euch mal Largest Contentful Paint von der Amazon Landingpage anguckt, ist eigentlich das totale Desaster, diese Seite. Aber man muss halt auch, hier ist so ein bisschen so ein Trade-off, ja, zwischen Speed und was will ich eigentlich zeigen, ja, weil, sagen wir, Google tut sich relativ leicht, schnell zu sein, weil die Seite ist einfach ziemlich plank, aber Amazon, die will uns einen Haufen Bilder zeigen, die will uns zeigen, was, also Recommendations zeigen, was ich das letzte Mal mir angeguckt habe, was die Top-Deals sind und so weiter, was, what's trending, what's hot, wie auch immer, ja, all das kostet natürlich Latenz und es ist so ein bisschen so ein Trade-off zu sagen, wie schnell will ich wirklich sein versus was will ich meinem Kunden eigentlich bieten? Ja, also man soll es natürlich nicht übertreiben. Also ich glaube, ich habe mal so ein paar Webseiten ausprobiert. Also Lidl, glaube ich, die habe ich so in Erinnerung, dass sie halt das Volldesaster sind. Also da sind so, ich glaube, die haben 8 Sekunden Largest Contentful Paint oder so oder 6, als ich geguckt habe. Also das ist wirklich sehr schlecht. Amazon hat jetzt hier, glaube ich, im Schnitt, also im so 99. Perzentil oder so, 3,5 Sekunden. Also von daher, das ist jetzt nicht optimal, ja, also es sind die optimale Latenz, aber, oder was Largest Contentful Paint angeht, aber das ist eigentlich okay im Sinne von Trade-off-Anforderungen, was will man bringen und Performance. Ja. Dann gibt es noch ein anderes Beispiel, was ultra langsam ist, aber was wir akzeptieren und was uns halt wenig wahnsinnig macht. Und ich habe mir so ein Beispiel von der Deutschen Bahn. Also wenn ich mir hier so ein Ticket kaufe und ich habe irgendwie alles gefunden, ich bin jetzt hier noch nicht zur Zahlung gegangen, ja, aber sobald ich mein Ticket ausgesucht habe und ich gehe dann zur Zahlung, prüfen, buchen und so weiter,
Ihr kennt das, wenn ihr Bahntickets kauft, das dauert. Da gibt es auch immer mal nochmal so einen Screen, der sagt, bitte ein wenig Geduld, ihr Auftrag wird bearbeitet so ungefähr. Und damit können wir im Prinzip alle gut leben. Ja? Also Checkout ist immer langsam oder oftmals langsam, aber das machen wir auch erst am Ende von unserem, was auch immer wir tun, wenn wir bei so einem Shop-System oder sowas sind. Also es passiert relativ selten und fast jede Webseite ist langsam beim Buchen. Das heißt, unsere Erwartungen, unser Anker ist schon so gesetzt, dass wir sagen, naja, das ist eigentlich, das stört uns überhaupt nicht, dass er total langsam ist. Also auch hier würde ich sagen, wenn ihr hier eine pure Performance habt, dann ist er beim Checkout, dann ist er einfach eher weniger schlimm. Ja? Oder wir haben bei einem Kunden, die haben so eine Subscription-Verlängerung, einmal im Jahr seine Subscription verlängert, dann kann das ruhig mal ein bisschen langsamer sein. Da sind die Anforderungen einfach nicht zu hart, sollten natürlich nicht mehr als 10 Sekunden sein, aber wenn ihr da irgendwie 4-5 Sekunden habt, ist eigentlich noch okay, ja, aus meiner Sicht. Wo es nicht okay ist, wo man immer super schnell sein muss, das sind Sachen, die man ganz oft macht. Ja? Also ich habe hier nochmal so ein Beispiel von der Bahn. Also wenn ich meine Verbindung suche, da habe ich jetzt echt keinen Bock, ewig zu warten. Also das sind ja Sachen, die ich ständig irgendwie tue. Und da will ich gut sein. Also hier lohnt es sich, dass man schnell ist. Ja? Also ich denke, man muss sich immer so in den Nutzer hereinversetzen, wo braucht er wirklich sehr gute Performance und wo haben wir so ein bisschen Spielraum, weil die Leute einfach nichts anderes gewöhnt sind und auch nichts Besseres brauchen. Ja? Also wo ist zum Beispiel schlecht immer noch gut genug? Ja, also so viel zu den Anforderungen. Also ich denke, Largest Contentful Paint gibt eine gute Idee, was gut und schlecht ist, so ein bisschen in den User reinversetzen, um das ein bisschen einordnen zu können. Und schon hat man eigentlich seine Anforderungen gefunden. Also ich finde es vergleichsweise einfach, bei Webanwendungen zu guten Performance-Anforderungen zu kommen. Ja, jetzt ist noch die Frage, wie messe ich denn überhaupt mein Largest Contentful Paint? Weil, das ist natürlich schön, dass ich da so eine Erklärung habe, aber irgendwo muss ich ja die Stoppuhr ansetzen. Und es gibt Tooling und ein Tooling gibt es direkt bei web.dev. Da kann man zum Beispiel, habe ich hier mal für InnoQ gemacht, die InnoQ Landingpage. Ihr könnt da eure Seiten eingeben, müssen natürlich gewissermaßen auch public sein. Wenn sie nicht public sind, sehen wir gleich, was man noch tun kann. Da kann man das schon mal eingeben und kann schon mal gucken, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Und dann sehen wir bei der InnoQ Landing Page, also die Performance, die kann sicherlich ein bisschen besser sein. Accessibility, alle tutti, Best Practices, ja, da können wir noch ein bisschen was machen. SEO, der Traum eines jeden SEO-Experten und unten... Ja, Largest Contentful Paints, da könnten wir jetzt vielleicht noch etwas tun. Wir hatten ja eben gesagt, bei Landing Pages ist immer so ein Trade-off. Ja, jetzt wir zeigen nicht unbedingt Recommendations oder sowas an, aber wir haben natürlich auch viele Bilder und wie auch immer. Aber wir könnten zum Beispiel hier nochmal überlegen, wollen wir hier ein bisschen schneller sein. Ja, aber hier praktisch hier bei web.dev, das ist eine gute Gelegenheit, um grundsätzlich mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell eure Webseite eigentlich ist. Ja. Hier vielleicht auch nochmal so ein kurzer Kommentar. Also hier, man muss immer überlegen, was wirklich für einen sinnvoll ist. Ja. Also ihr seht hier den SEO-Score und ich hatte neulich mal jemanden gehabt, der hat gesagt, guckt euch mal alle den SEO-Score an von eurer Webseite. Und da haben sich natürlich Teams gefragt, die Checkout machen, wen zur Hölle interessiert der SEO-Score beim Checkout und da haben sie natürlich recht gehabt. Also man muss eigentlich, also ich denke, es ist wichtig, dass man nicht überall grün ist, sondern dass man da grün ist bei den Dingen, die einem wichtig sind. Ja, also nur so als Hinweis. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wissen wir, was die Anforderungen sind. Wir haben dann auch alles mal, wir können dann auch alles ausprobieren. Aber was sagt denn web.dev zu dem Ganzen? Ja? Die sagen hier, die fragen sich, what is a good LCP score?
to provide a good user experience, site should strive to have largest contentful paint of 2.5 seconds or less. Das haben wir schon gesehen. To ensure you're hitting this target for most of your users, a good threshold to measure is the 75th percentile of page load. Loads segmented across mobile and desktop devices. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind eigentlich Perzentile? Ja? Und neulich bei einem Kunden, der hat keine Perzentile, der hat gesagt, wir haben Performance-Probleme und wir messen das sogar. Und wir haben hier den Durchschnitt. Ja? Und also Durchschnitt ist immer so ein Problem, ja, weil ihr seht schon hier, Jeff Danzinger sagt, Average Dev sind 3 Fuß. Dann gehe ich natürlich in das Gewässer rein und saufe ab, weil ein Average sagt uns eigentlich nicht so wirklich, also gibt so einen Hinweis, aber gibt uns eigentlich kein gutes Bild, ja. Und was denn jetzt tatsächlich hier mit der Wassertiefe ist, aber auch wie sich unsere Latenz verteilt. Ja? Und ich habe euch mal hier so 3 Bilder mitgebracht von Latenzverteilung. Unterschiedliche Services, und da seht ihr hier, die Latenzverteilung ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja? Also wenn man hier nochmal so drauf guckt, das ist jetzt hier keine gaußsche Verteilung oder so, sondern jeder Service verhält sich anders. Ja? Bei dem oberen Beispiel, der Median ist immer so 1 Millisekunde, also ultraschnell. Aber das 99. Perzentil, was es auch immer ist, sehen wir gleich, ist schon bei irgendwie 50 Millisekunden oder so. Also schon ein ziemlicher Unterschied. Es geht aber auch in die andere Richtung. Also viele sind besonders schnell am Anfang, aber dann gibt es nach dem 50. Wird es dann eher dünn. Oder du bist grundsätzlich schnell und am Ende langsam. Also es kann irgendwie alles passieren. Und es hat die unterschiedlichsten Gründe, also Caching, man hat irgendwelche Ressource-Bottlenecks, ihr habt so manchmal N plus 1 Queries, ihr habt langsame Queries, Garbage Collector schlägt ein und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum man so eine Latenzverteilung haben kann. Und die muss man irgendwie messen, ja, also um ein Gefühl zu bekommen, was erfahren denn unsere Nutzer jetzt, also der Großteil der Benutzer, ja, und dafür nutzt man Perzentile. Und ja, was ist ein Perzentil? Also Wikipedia sagt, a percentile is a score below which a given percentage of scores in its frequency distribution falls. Okay. Das kann natürlich, also was bedeutet jetzt im Detail? Ich habe mir hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Also das 50. Perzentil, das ist nicht der Durchschnitt, das ist der Median, of a response time is 500 milliseconds. Ja, was bedeutet das? Das heißt, dass 50% von meinen Requests, von meinen Transaktionen schneller als 500 Millisekunden sind. Also, oder genau 500 Millisekunden. Beim 90. Perzentil bedeutet das, dass dieselbe Transaktion, die ist zum Beispiel bei 700 Millisekunden, das heißt, dass 90% dieser Requests oder Transaktionen, die sind genauso schnell oder schneller als 700 Millisekunden und 10% sind langsamer als diese 700 Millisekunden. Und ja, der Durchschnitt, der ist entweder geringer oder viel höher oder irgendwo in der Mitte. Also der Durchschnitt, also wenn ihr irgendwie Durchschnitte euch anguckt, weil Latenzverteilung, das ist halt einfach Quatsch, macht das nicht. Ja, das ist halt irgendwie Bullshit. Ja. Perzentile geben uns ein viel besseres Gefühl, wie die Welt eigentlich aussieht. Und wenn wir uns nochmal so Perzentile wenn wir uns das nochmal angucken, bei den Beispielen von eben, da sieht man hier zum Beispiel, hier ist die Verteilung eigentlich ganz okay. Ja? Also das 50., 90., 95. und 99. sind relativ eng zusammen. Ja? Es gibt diesen einen Ausreißer, aber hier haben wir eine eigentlich relativ gleichmäßige Latenzverteilung. Ja? Und wenn wir uns ein anderes Beispiel angucken, hier
Hier ist irgendwie das 90. und 95. sind grundsätzlich eng zusammen, aber zwischen dem 50. und zwischen dem 90. ist schon ein ziemlicher Unterschied und zwischen dem 95. und 99. ist auch wieder ein großer Unterschied. Ja? Also hier ist wirklich eine extreme Verteilung, was die Benutzer erfahren. Und wenn ich mir das hier jetzt angucke, hier sind im Prinzip alle relativ eng zusammen, bis auf das 99. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Ja? Und ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, naja, was sagt uns das eigentlich aus? Ja, welches Perzentil ist denn jetzt korrekt? Ja, also was soll ich denn jetzt wählen? Worauf soll ich gucken? Soll ich auf das 99. gucken? Soll ich auf das wie auch immer gucken? Und das hängt, wie immer, Beraterantwort, it depends. Ja, es hängt halt sehr stark davon ab, welche Anwendung ihr habt. Ja. Also wenn ihr so eine Anwendung habt, wie irgend so ein, ihr müsst halt den ganzen Tag in SAP rumklicken, ja, oder ihr müsst den ganzen Tag in Confluence rumklicken. Ihr seid den ganzen Tag in so ein und derselben Anwendung, ihr macht extrem viele Klicks, ja. Und wenn ihr da 50, also wenn der Median schon schlecht ist, das 50. Perzentil oder das 75. oder auch das 90., das geht euch tierisch auf den Keks. Ja? Also da hat man relativ viele Leute, die halt genervt sind, weil die immer, also mehrmals am Tag, diese Outlier zu spüren bekommen. Ja? Mache ich aber jetzt eher selten was, meine Banking-App oder Insurance-App, die mache ich jetzt eher selten auf. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen weiter, da kann man ein bisschen relaxter sein. Ja, auch gewissermaßen, weil die Erwartung geringer ist. Hängt auch ein bisschen davon ab, wo die Leute sich überhaupt befinden. Also wir haben eben dieses 75. Perzentil bei LCP gesehen. Und ja, wenn Leute halt viel unterwegs sind, dann muss man andere Annahmen treffen, wie wenn jetzt jemand SAP benutzt und praktisch immer im Büro sitzt. Ja? Also man muss sich so, also die richtige Wahl kommt drauf an, welche Anwendung hat man, wie wird die genutzt, wo wird die genutzt und so weiter. Ja? Und ich glaube einfach, dieses irre Ding, das gesunder Menschenverstand heißt, lohnt sich auch hier einzusetzen. Ja? Also um nochmal zurückzukommen zu dem zu der ersten Slide, wo der bei Hacker News gesagt hat, dass man irgendwie schnell verdummt, wenn man zu schnell sich an solche Zahlen kettet. Also ich denke, es ja in den Nutzer reinversetzen und dann zu versuchen zu verstehen, was ist denn jetzt wichtig. Okay, Perzentile. Also ihr habt schon gesehen, ich bin im Prinzip ein Freund von Perzentilen, aber Perzentile, die sind zwar okay, aber die sind auch wiederum, es geht auch besser. Ja? Und warum glaube ich, dass Perzentile nur so, dass sie okay sind, aber es geht besser? Es ist immer schwer zu sagen, ob jetzt alles irgendwie gut ist. Ja? Also wenn wir uns dieses Beispiel hier angucken, dann sehen wir hier, unser Perzentil wird gemessen und da gibt es immer so ein gewisses Messfenster, sagen wir mal alle 5 Minuten und für alle 5 Minuten wird hier so ein Punkt eingetragen beim 50., 90. und so weiter Perzentil. Das hat jetzt aber zwei Probleme, um wirklich zu entscheiden, ob alle tutti. Ja? Also zum einen habe ich hier seht ihr hier diesen großen Outlier. Und die Frage ist, wie viele Outlier sind eigentlich okay? Ja? Und da könnte man jetzt sagen, ja, 3 Outlier sind okay, 7 Outlier sind okay. Bei mehr als 7 Outlier müssen wir uns so langsam mal Gedanken machen, wieso das so der Fall ist, also in einem gewissen Messfenster. Aber Outlier, die kommen natürlich auch immer zu unterschiedlichen Zeiten. Also man kann zum Beispiel sagen, wir haben einen Outlier mitten in der Nacht, weil da gibt es relativ wenige Requests. Und wenn der dann besonders langsam ist, dann hat man sich schon sozusagen die Latenz zerstört, also die Messung. Und dann, man denkt halt einfach, muss relativ oft drüber nachdenken, haben wir jetzt ein Problem oder haben wir kein Problem? Und da finde ich, da bieten sich, wie gesagt, ich bin großer Freund von Perzentilen, da kriegt man ein gutes Gefühl. Aber um wirklich zu sehen, ob die Anforderungen, die wir haben, ob die eingehalten werden, da lohnt sich es eher auf Service-Level-Objectives zu gucken.
Ganz kurz, was ist ein Service Level Objective? Also das, da im Grunde genommen kann man sagen, wir gucken uns alle für uns interessanten Requests an und werfen die in so einen Korb, guter Request oder schlechter Request. Ja? Also so als Beispiel, also stark vereinfacht, ein guter Request ist schneller als 500 Sekunden und ein schlechter Request ist langsamer als 500 Millisekunden. Und unsere Anforderung ist, dass 99,5% von all diesen Requests, die wir uns ausgesucht haben, von einem gewissen Use Case, die müssen schneller als diese 500 Millisekunden sein. Ja, also wie gesagt, das ist natürlich hier vereinfachte Annahme, weil klar, wenn jetzt 501 Millisekunden, wenn wir die haben, sind dann unsere Kunden wirklich unglücklich. Diskussion für einen anderen Tag, aber vereinfacht können wir uns das so vorstellen, dass wir auf alle gucken. Ja? Und dann ist es relativ einfach zu sagen, ob unsere Performance so ist, wie wir uns das erwarten. Ja? Weil wir erwarten einfach, dass 99,5% aller unserer Requests schneller als 500 Millisekunden sein sollen. Und da kann man halt einfach messen. Ja? Und ich habe hier so ein Beispiel, wo ich sage, okay, ich will, gut, hier in dem Beispiel sollen es 99% sein, 99% sollen schneller als 300 Millisekunden sein. Und das haben wir hier offensichtlich erreicht, weil ihr seht hier, wir haben 99,85 Millisekunden erreicht. Ist eine gewisse Anzahl darf einfach langsamer sein. Ja? Also wir sehen das hier unten, sozusagen unser Budget für schlechte Calls. Das ist diese rote Linie und die blaue Linie sagt uns halt, das haben wir von unserem Budget aufgebraucht und wir haben halt einfach noch Budget für langsamere Calls. Ja? Hier sind übrigens 300 Millisekunden, ich bin etwas inkonsistent. Genau, und ja, ich habe hier noch so was anderes, also 300, wir haben ja eben das Beispiel gehabt mit 301 Millisekunden, man kann natürlich dann auch noch einen zweiten Threshold setzen, hier haben wir zum Beispiel so einen Threshold mit 4,5 Sekunden, wo ich halt sage, da, das sollten wir eigentlich nie erreichen, ja, also 99,99% sollen schneller sein als die 4,5, ist nicht der Fall, also sollten wir hier was tun, ja, also hier sehen wir ganz einfach, hier ist unsere Latenz im oberen Ende einfach zu langsam. 4,5 Sekunden und langsamer, das ist irgendwie nichts. Ja. Da müssen wir was verbessern. Ja, jetzt sehen wir dazu und da stelle ich mir die Frage, also oder ihr stellt euch vielleicht die Frage, warum sind Services eigentlich langsam oder warum sind die manchmal langsam? Also es ist ja schon komisch, dass wir total oft hier unter 300 Millisekunden sind, aber dann haben wir relativ viele. Also haben wir so ein paar Requests, also hier nicht unerheblich, in dem Fall 72.000, die sind schon ein bisschen langsamer. Ja. Und ja, die Frage stellt sich halt, warum sind Services manchmal langsam? Ja. Und die Frage hat sich zum Beispiel auch der Agent Cockcroft gestellt, also früher mal bei Netflix, also ganz früher sogar mal Performance-Experte bei Sun. Dann der Cloud-Architekt bei Netflix und jetzt bei AWS, der hat einen schönen Artikel geschrieben, Why are services sometimes slow, habe ich hier unten den Link reingepackt und er hat so dieses Beispiel gebracht, wir haben hier so eine iPhone-App und die öffne ich und die meldet sich, da wird man im Prinzip angemeldet und das muss doch eigentlich immer, also warum ist dann die Performance immer gleich? Die muss doch immer gleich sein, oder? Also ich melde mich an, ich komme beim Load Balancer an, da gibt es irgend so einen Authentication Service, der guckt in die Datenbank. Warum ist, also das muss doch immer gleich sein. Ja. Und der Grund, warum es nicht immer gleich ist, ist, ihr seht schon, wir haben hier relativ viele Hops, ja, also vom iPhone zum Load Balancer, vom Load Balancer zum Authentication Service, vom Authentication zur Datenbank. Überall werden irgendwo Pakete in eine Queue gesteckt und die warten halt darauf, dass sie irgendwie versendet werden oder beim Server warten sie darauf, dass sie CPU bekommen oder warten darauf, dass sie eine Connection bekommen. Und das kann natürlich zu Problemen führen. Ja. Jetzt fragt man sich auch, ja, wieso kann das eigentlich zu Problemen führen? Ein Grund ist, die Arbeit, die kommt halt, also die Requests, die kommen halt einfach nicht in einer konstanten Rate am Service an. Ja? Also ich habe hier so zwei Beispiele.
Übrigens ein und derselbe Service. Zu der einen Uhrzeit seht ihr, es schwankt hier schwer zwischen irgendwo, sagen wir, 2,5 Requests pro Sekunde und 15 Requests pro Sekunde. Also schon, es ist schon eine gewisse Schwankung. Aber der gleiche Service nachmittags um 3 geht hier auf 600 Requests. Ja, also hier gibt es schon eine extrem, ich sage nicht, dass jeder Service so ist, aber Services haben einfach eine unterschiedliche Arrival Rate. Ja, und deswegen muss man einfach auch ein bisschen die Resource Utilization sich angucken. Ja, also eben hatten wir schon mal die, habe ich schon mal gesagt, Eberhard sagt, mach mal hoch. Und ich sage, mach mal die Utilization, die soll mal runter. Ja, ja, warum? Ja, wir haben es, der Adrian Cockcroft hat schon gesagt, irgendwo sind Queues und in diesen Queues passieren Dinge. Ja, und darüber möchte ich jetzt noch mal kurz sprechen. Also 100% Resource Utilization, das ist immer das falsche Ziel. Ja, sorry Eberhard, aber 100% ist einfach das falsche Ziel. Ja, und warum? Weil die Arbeit, die kommt, wir haben es eben gesehen, die kommt halt einfach nicht gleichmäßig verteilt rein. Also es gibt sowas in der Statistik, ohne dass ich jetzt Experte bin, ich habe das einfach nur mal aufgeschnappt, es gibt sowas wie die Poisson-Distribution und die kann man, also man kann da irgendwie annehmen, dass sie irgendwie so einigermaßen passt, wenn man Arrival Rates und Warteschlangen berechnet. Ja. Und ihr kennt das alle im Supermarkt, im Callcenter, in ICU-Betten, also wie war das nochmal, Intensivbetten und bei der Feuerwehr. Da ist es ja so, die Schlangen sind ja immer unterschiedlich groß, ja, und die sind immer unterschiedlich ausgelastet. Und manchmal muss man lange warten und jetzt gerade bei, sagen wir bei vor ein paar Wochen in Corona-Zeiten, ich meine, es sind immer noch Corona-Zeiten, aber da gab es die große Frage, naja, jetzt sind 80% der Intensivbetten ausgelastet, wo ist da eigentlich das Problem? Wir haben ja noch 20%. Und das Problem, wie wir gleich sehen, ist diese Verteilung, dass Leute wirklich unregelmäßig diese Betten brauchen. Also es passiert einfach nichts gleichmäßig. Der große Unfall und schwupp, werden die Betten knapp, ja, oder bei der Feuerwehr ist es ja auch so, dass man jetzt sagen kann, oh, jetzt sind hier zwei Brände, leider können wir nur einen beheben, ja. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo es Queues gibt, also wenn ich hier Uppercase, Agile sehe, Safe und so weiter, kriege ich immer mit, wie Sprints vollgepackt werden. Es gibt einfach, also wo man versucht, so 100% den Sprint auszulasten, dadurch wird man langsamer. Wenn man Ressource-Pools, CPU, Memory, Networks, wenn man die versucht, zu 100% auszulassen oder nahe 100%, dann wird man unendlich langsam. Ja. Und die Frage ist halt, naja, wie viel Auslastung braucht man denn eigentlich? Ja? Und ich will einfach mal ein paar Beispiele bringen. Ja. Also wenn man, und das Beispiel geht jetzt nicht unbedingt auf unsere Softwareanwendung, aber das gibt einem schon, das muss man im Prinzip immer selbst versuchen rauszufinden, je nachdem, wie die Verteilung ist. Aber damit man mal ein bisschen Gefühl bekommt für so eine Verteilung. Ja. Also bei so einer Kasse ist es so, wenn man sagt, wir wollen 60% Auslastung von dem Kassierer oder der Kassiererin an der Kasse, dann muss man im Prinzip nie warten. Ja? Der sitzt zwar oder sie sitzt 40% der Zeit da rum, aber da muss kein Kunde warten. Ja? Bei 85% Auslassung müssten zum Beispiel 4 Leute maximal warten. Das sind natürlich so Annäherungen. Bei 92% Auslastung sind dann schon 12. Also diese 7% machen schon viel aus. Und bei 99% müssen 98% der Leute müssen in Peak Times 98% der Leute warten. Also ist schon irre, ja, dass man, je näher man an die 100% rankommt, da wird es wirklich übel. Ja. Und bei Software ist es auch so, wenn man merkt, man ist irgendwie bei, ich sag mal, 90% Auslastung bei der CPU, wenn da mal so ein kleiner Burst kommt, dann steht die Anwendung. Ja. Von daher muss man immer gucken, dass man relativ eine geringere Auslastung hat.
Ja, deswegen, also weil es so ist, haben, soweit ich weiß, die Feuerwehr hat maximal 30% Auslastung und Intensivbetten sollen nur so zwischen 70 und 80% Auslastung haben. Wenn die drüber gehen, dann wird es gefährlich. Ja? Also wenn irgendeiner sagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute hier bei den Intensivbetten rumheulen, wir haben noch 10% Puffer, 10%, da wird es schon kritisch. Ja? Und ja, wir müssen halt einfach schauen, dass wir so ein Optimum finden. Wir wollen natürlich keine Ressourcen verschwenden, aber wir wollen auch nicht unbedingt ultimativ langsam werden. Und deswegen denke ich, ist immer wichtig, so dieses klassische Make it work, dann make it fast. Und wenn man schnell ist, dann kann man immer noch sagen, und jetzt machen wir es ressourceneffizient. Ja, jetzt ist die Frage, was soll ich eigentlich tun? Ja, also eins haben wir schon gemerkt, ein System mit 100% Auslastung, das kann man eigentlich verbrennen. Jetzt habe ich so ein anderes Beispiel mitgebracht. Hier haben wir, ihr seht es hier ganz links, wir haben 3,1% CPU Utilization zum Beispiel und 5% Memory Utilization. Also hier haben wir sehr sicher kein Problem. Und aber diese Anwendung hat jetzt ressourcentechnisch und performancetechnisch offensichtlich kein Problem. Aber ich denke, man muss sich hier langsam rantasten, ja, und versuchen, das Optimum die optimale Balance zu finden. Geringe Auslastung ist grundsätzlich die sichere Variante. Ja. Und ich will sagen, im Kubernetes-Umfeld, dann kann das schon mal aufwendig werden, hier das Optimum zu finden, weil ihr habt vielleicht noch Sidecars und dann muss das irgendwie mit dem Horizontal Pod Autoscaler funktionieren und so weiter. Das kann aufwendig werden. Es gibt aber Hilfe. Es gibt nette Tools, kann ich gleich auch mal posten. Zum Beispiel Zalando hat ein nettes Tool, wo man ganz gut sehen kann, wie die Auslastung, wo man so eine grafische Aufbereitung bekommt von den typischen Kubernetes-Metriken. Dann gibt es eine Firma Carbon Relay, / Stormforge. Die haben auch im Prinzip so eine Art, sagen wir, Monte Carlo-Simulation, die man gegen sein von Requests, die man gegen sein Cluster werfen kann, und die finden im Prinzip die optimale Konfiguration raus. Also es gibt Lösungen hier. Gut, das war mir wichtig, dass ich jetzt nochmal zu Ressourcen erzählen kann. Jetzt die letzten paar Slides, da reite ich gegeben der Zeit ein bisschen schneller drüber. Das sind so grundsätzliche Dinge, warum es noch zu Abweichungen von Performance kommen kann. Also die Klassiker, die wir so kennen, sind, wir nutzen einen Cache. Ja? Also klar, wenn ich einen Cache miss habe, dann habe ich den echten Request. Wenn ich den Cache gegen den Cache dagegen schlage, bin ich schnell. Wenn ich jetzt 99% erfolgreiche Requests am Cache habe, dann kann man sagen, okay, da wissen wir, wo dieser 1% Ausreißer herkommt, nämlich vom Cache-Miss. Ja. Es geht aber auch umgekehrt. Man ist grundsätzlich immer ein bisschen langsamer und dann ist man plötzlich total schnell. Das kann zum Beispiel auch an Circuit-Breakern liegen. Also ich mache einen Remote-Call, der Circuit-Breaker merkt, dass mein Remote-Service nicht mehr verfügbar ist. Du hast einen Fail-Fast. Das kann im Prinzip die Abweichung in die andere Richtung drücken. Der Klassiker bei Anwendungen auf der JVM sind zum Beispiel auch so längere Garbage Collection Pauses. Also das kann immer mal wieder zu so Abweichungen neben Ressourcen kommen. Ja, wobei GC Pauses haben natürlich auch ganz oft mit Ressourcen zu tun. Dann so ein anderer Klassiker, wo es im Prinzip ganz oft oder immer langsam ist, fehlende Datenbankindizes, ja, auf der Testumgebung oder der lokalen Developer Station funktioniert noch alles, aber dann in Produktion nicht mehr. Ganz einfacher, ich denke, da gibt es einen einfachen Hinweis. Also alles, was man so in der Work Clause hat, also hier Select Star from Table, where X is equals Fragezeichen und Y is equal Fragezeichen. Für mich ist immer so ein Hinweis, jedes SQL-Statement, das ich habe, das ich schreibe, gehe ich nochmal automatisch durch. Okay, alles, wo ich in meiner Workflows ein Ist-Gleich habe,
da muss ich einen Index setzen in der Datenbank. Ja. Klar, wenn man zu viele Indizes hat, wird vielleicht ein Insert ein bisschen langsamer, muss man vielleicht gegebenenfalls ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich ja, fehlende Indizes machen es immer langsam. Ja. Darauf immer achten, dass man Indizes hat. Dann N+1-Problem. Was bedeutet eigentlich das N+1-Problem? Das nehmen wir mal an, ihr nutzt sowas wie Hibernate und ihr habt eine Abteilung. Diese Abteilung hat x Mitarbeiter. Und dann vergesse ich zum Beispiel so ein Fetch in meinem Query. Und dann, was dann Hibernate macht, ist, es lädt zum Beispiel die Abteilung und dann findet es praktisch im Objekt die Liste der Mitarbeiter und lädt dann praktisch jeden Mitarbeiter einzeln. Also wenn ich praktisch die Abteilung mit 100 Mitarbeitern habe, habe ich dann statt einem Query, habe ich dann 101 Queries. Ja? Oder es macht halt zum späteren Zeitpunkt nochmal so ein Lazy Loading. Also hier bietet sich immer, also ich, für mich ist das so ein typisches Muster, wenn ich Hibernate oder so JPA nutzen muss aus irgendwelchen Gründen, ich versuche nie irgendwie Lazy Loading zu machen. Alles, was ich brauche, wird direkt mit einem Fetch geladen. Dann habe ich einfach nur ein Query und so verhindere ich halt diese N+1 Queries. Und ein anderes Beispiel, das ist auch dann das letzte, das ich noch habe, ist, man hat einfach zu viele Hops. Ja? Also wenn euer Call-Tree zu tief ist, Service A ruft, Service B ruft, Service C ruft und so weiter. Also man kann es nicht beliebig tief machen und dann haben unterschiedliche Services noch unterschiedliche Timeouts konfiguriert. Also wenn E zum Beispiel nochmal einen höheren Timeout hat als zum Beispiel C, was ja eigentlich davor kommt, dann wird es irgendwie ganz gruselig. Und ich denke, es gilt immer noch die Regel, dass Remote Calls vergleichsweise teuer sind und dass man da sich ein bisschen einschränken sollte. Genau, und ja, 2 Minuten über der Zeit, würde ich sagen, ich bin durch mit meinem bunten Strauß an Themen zu Latenz und ich bedanke mich bei allen. Danke, Sven. Ich habe wieder was gelernt. Schauen wir doch mal, ob es Fragen gibt. Theo fragt zum Beispiel, wie heißen die Tools? Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Tools gemeint sind. Ich glaube, er meinte die Tools, wie ich Largest Contentful Pane zum Beispiel. Ah, okay, die hatte ich sogar geteilt. Ja. Bitte? Die hatte ich sogar im Chat schon geteilt, das sind die Google Web Vitals. Genau, aber mit denen kann man zum Beispiel, also Google Web Vitals sind gut, ja, um ein Gefühl zu bekommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Produktion bin und ich will wirklich ein Gefühl für meine Latenzverteilung haben, für mein 75., 90. und wie auch immer Perzentil, dann gibt es natürlich Tools, die einem dabei helfen. Es gibt Largest Contentful Paint und es gibt, sagen wir mal, Service-Latenz. Und wenn ich jetzt nur am Service gucke, da kann man zum Beispiel Logfiles kann man nutzen, also Elasticsearch und Kibana kann das. Man kann auch über den Prometheus-Exporter kann man das machen und kann dann meinetwegen in Grafana kann man sich die Dashboards bauen. Es gibt APM-Tools, jede Menge, also Application Performance Management Tools. Die Beispiele, die ich hier hatte, waren Instana, aber es gibt New Relic, es gibt AppDynamics, Dynatrace, also es gibt relativ viele von diesen Tools und die können das eigentlich auch ganz gut und manche von denen oder wahrscheinlich sogar alle, ich glaube mittlerweile alle können Largest Contentful Paint auch messen im Browser. Also da wird praktisch ein JavaScript mit ausgeliefert und das JavaScript misst Largest Contentful Paint und sendet das dann an Dynatrace, AppDynamics, Instana und so weiter. Und dann kann man sich in den Tools kann man sich angucken, meine Suche oder wie auch immer, die braucht im 99. Perzentil ja so und so viel. Ja.
Gibt es noch was? Ach genau, habe ich neulich auch gelernt, Google Analytics kann es interessanterweise auch. Also ich habe noch nicht so viel Erfahrung oder eigentlich gar keine Erfahrung mit Google Analytics, aber Google Analytics kann auch Largest Contentful Paint messen. Ja, die müssen ja die Daten sowieso haben. Ne? Muss ja. Man dann halt nur hoffen, dass die JavaScripts, die man einbinden muss, um das auf Client-Seite zu messen, natürlich selbst nicht den Renderfluss irgendwie blockieren, aber da müssen wir jetzt einfach genau. Mal vertrauen, dass die Anbieter das hinbekommen. Ja, nicht nur die Anbieter, sondern selbst muss man natürlich auch drauf gucken, dass man sein JavaScript irgendwie so platziert, dass es Non-Blocking ist für sein Largest Contentful Paint. Ja. Genau, da sind die Attribute Async und Defer relativ wichtig. Was ich mich noch frage, ich habe das selbst mal im Projekt versucht, so ein Kibana an den Start zu bekommen, damit ich eben so grundsätzliche KPIs mal messen kann fürs Projekt, wie eben diese Verfügbarkeitsperzentile oder die Latenzperzentile. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin da ganz schön ins Schwitzen gekommen und das hat irgendwann auch relativ viel People-Power verlangt, dieses Ding zu betreiben, zu warten, dann gucken, habe ich die richtigen Kriterien immer, wie muss ich die anpassen, sind die zu scharf eingestellt und so weiter. Gibt es da irgendwie heutzutage irgendwelche schlauen Defaults, die man sich installieren kann, die einem erstmal irgendwie so ein bisschen Konfigurationsarbeit abnehmen oder muss man da immer noch super viel von Hand einstellen? Ja, also ich gebe zu, mit Elasticsearch und Kibana habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht, weil ich der Meinung, also man kann es tun, aber ich bin halt der Meinung, Elasticsearch ist ursprünglich ja gedacht als Search Engine und überhaupt nicht als Logging-Tool. Das ist ja eigentlich nur ein Unfall. Und dass man jetzt noch sagt, wir machen so Observability da rein, dafür ist Elasticsearch eigentlich nicht gemacht. Von daher, meine Meinung, man kann das nutzen, aber ich versuche Elasticsearch, wenn dann, also am liebsten für Search, dann für Logging, aber wenig für Observability zu nutzen. Oder eher halt sagen, kein Elasticsearch. Wenn man so APM-Lösungen out of the box nimmt, die machen das im Prinzip alle automatisch. Ja. Also die liefern dir diese Perzentile direkt frei Haus. Da musst du nichts machen, ja, außer deine Kreditkarte zücken. Ja. Und dann hast du das im Prinzip, ohne dass du dir irgendwas, also manchmal muss man sich noch was zusammenklickern, aber so grundsätzlich kriegst du das out of the box. Wenn man schon ein bisschen erfahrener ist oder einfach das Geld nicht ausgeben will, sondern das Geld eher in Menschen stecken will und zum Beispiel Prometheus nutzt, klar, da musst du wieder händisch irgendwas machen. Kommt halt drauf an. Aber wenn du nichts machen willst, dann die effizienteste Wahl ist Kreditkarte zücken und dir so ein APM-Tool anschaffen. Ja. Man läuft ja wahrscheinlich auch im Team schnell Gefahr, wenn man sagt, wir wollen das selbst bei uns in-house betreiben oder wir müssen es vielleicht sogar, sich so ein APM-Produkt quasi in-house dann auch zu bauen. Ne? Das kann dann schnell ausufern und in so eine zweite Schattenproduktentwicklung führen. Da muss man wahrscheinlich höllisch aufpassen, dass das nicht passiert, oder? Ja, also kommt halt immer drauf an, glaube ich, wie viel Erfahrung man hat. Ja? Also manche Leute, die können von Haus aus, können das richtig machen. Bei Microservices könntest du ja sagen, also ich meine, ist ja auch so eine Empfehlung von uns, du machst ein Service-Template und dieses Service-Template ist sozusagen eine Beispielimplementierung für alle anderen Services und das zeigt schon, wie man so einen Prometheus-Exporter, wie der aussieht, wie man da und dann gibt es auch ein Beispiel-Dashboard, wie man praktisch für diesen Service und diese Endpoints so ein Dashboard baut und dann ist es eigentlich relativ einfach, da irgendwie durchzustarten. Ja. Okay. Aber ja, ich meine, viele kaufen sich einfach ein Tool out of the box. Ich denke, ja, it depends, man muss sich das selbst überlegen. Ja. Denke auch. Da gibt es halt verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Ne? Will man das rausgeben an einen Dienstleister, an ein Produkt?
Darf man das? Wenn ja, muss man wahrscheinlich auch Datenfilterung und Bereinigung vor dem Ausleiten an das APM-System beachten, ne? Dass da keine persönlichen Daten aus den Logs wie E-Mail-Adressen genau. und so weiter mit rausgepumpt werden. Oder man muss zumindest im Rahmen der DSGVO dann wahrscheinlich einen Dienstleistervertrag abschließen, ne? Ja, die meisten APM-Tools, die benutzen oder die steigen so um auf Open Tracing zum Beispiel, also auf so diverse Standards, und da werden in aller Regel keine Details gepusht. Ja. Ist eher die, also aus meiner Sicht ist eher die Frage, wie erfahren ist man? Wie viel Zeit hat man? Also wenn wir jetzt irgendwie, wenn du total unter Zeitdruck bist, dann ist besser zu sagen, wir kaufen was. Wenn man aber genügend Zeit hat und die Erfahrung hat, dann da muss man nicht unbedingt was kaufen, sondern kann es auch selbst tun. Frage ist natürlich, wenn ich im Browser messen will, da kenne ich mich gar nicht aus, ob es da auch Open-Source-Lösungen gibt, ja, oder ob man da sagt, also wie gesagt, diese APM-Provider, die können das halt alle, ja, die können alle End-User-Monitoring. Würde mich mal interessieren, ob jetzt, ob es auch irgendwie Tooling gibt für End-User-Monitoring, Open-Source-Tooling. Ja. Das weiß ich leider auch nicht, aber ich würde wetten, dass es da was gibt. Ja. Also ich wäre mir auch relativ sicher, dass es das gibt. Okay, dann schauen wir doch mal, ob es noch Fragen gibt. Sonst gibt es keine mehr, sehe ich gerade im Chat. Ja, Sven, dann bleibt uns nicht mehr viel, außer uns zu verabschieden. In 2 Wochen sind wir wieder da, und zwar mit unserem Kollegen Patrick Kaufmann zum Thema Kafka. Der Patrick wird uns da so ein bisschen Tipps und Tricks zeigen, Fallstricke, in die man typischerweise auch so reinlaufen kann, wie man das vermeidet. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Wie gesagt, in 2 Wochen am Mittwoch zur selben Zeit. Wenn euch das heute gefallen hat, lasst uns doch und dem Sven vor allem einen Daumen nach oben. Wenn es klingeln soll bei euch in YouTube, wenn wir weitere Livestreams an den Start bringen, dann könnt ihr unseren Channel auch abonnieren. Und ansonsten, Sven, sage ich mal, gehen wir jetzt einfach Mittagessen, oder? Genau, Mahlzeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.